Willkommen, Leute, zurück zu Clash of Clans. Ja, die letzten 2 Wochen kam keine Folge, dafür werde ich jetzt gleich hintereinander 2 Stück aufnehmen. So, ja, Juwelenkiste erstmal schön wegmachen. Ich habe die Sachen verbessert, die hier sogar 5. Die Lager auch. Labor haben wir auch, aber ist noch zu teuer. Können wir nicht haben. Ja. Unsere Lager sind komplett voll. Deshalb würde ich sagen, verbessern wir irgendwas. Und ich würde sagen, na, erstmal das. Und das. Und ich wollte das eigentlich nicht machen, aber ja, ich hab's gemacht, ich weiß, aber damit wir halt mehr lagern können, ist halt sehr wichtig. Und wir haben halt hier eine Menge Halloween-Hindernisse. Halloween ist leider schon vorbei. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 Stück. Wow, ich werde die hier sammeln, an dieser Seite. Eins von den beiden werde ich auch wegmachen. Ja, dann gucken wir mal kurz. Clan gründen. Wie viel das, 40.000 kostet das. Wir haben nur 34 Platz. Mist. 34 plus 13, ja locker. Das reicht locker, okay. Dann werde ich schon mal anfangen, hier zu beginnen. Und unsere Lager sind einfach so voll. Deshalb werden wir auch ein paar Steine jetzt wegmachen. Also räumen wir erstmal das ganze Dorf auf. Ja. Diese Steine nerven halt schon ziemlich. Aber zum Glück wachsen die halt nicht neu, wie zum Beispiel die Bäume. Und wir sind Level 11. So, dann brauchen wir noch ein bisschen mehr Gold. Oh, das reicht dann nicht mehr. Dann machen wir erstmal Bäume. Erstmal Bäume wegmachen. Ja, gut. Okay, ich glaube, ich mache jetzt hier gleich einen Zeitraffer rein. Weil das ist schon ziemlich langweilig, sich sowas anzugucken. Ja, okay, ich mache jetzt einen kurzen, ganz kurzen Zeitraffer rein. Bis gleich. So, okay, Lager sind jetzt leer. Dann greifen wir mal ein bisschen an. Nee, der lohnt sich überhaupt nicht. Nee. Der hat schon einen Clan, den greife ich nicht an. Oh. Ich fürchte, ich muss den angreifen. Okay, dann würde ich sagen, vielleicht von hier. Nee, einfach nur nein. Da.
Und das hier, das wäre halt schon cool, den Ressourcentrank zu bekommen. Und die 400 XP. Die XP nicht unbedingt, aber der Ressourcentrank wäre cool, deshalb mache ich das auf jeden Fall. Das heißt, wir müssen ein paar Mal oft angreifen. Ah ja. Power Leveln 2 bis 9, okay. Ja gut. Wir haben kein Gold. Okay, dann versuche ich mal die Kobolde kaputt zu machen. Ich glaube nicht, dass ich das schaffe. Ich komme ja nicht mal durch die Mauer durch. Nee, einfach nur nee. Ich hätte die Riesen wahrscheinlich alle auf einen Fleck setzen müssen. Ja, okay. Ich mache einen kurzen Cut. Ich warte Ewigkeiten, bis ich irgendwie mehr Gold und Elixier bekomme. Wir sehen uns gleich wieder. Tschüss. Oder auch nicht. Ja. Wir haben hier Training, 100.000 Gold, 100.000 Elixier. Ich werde zwischendurch mal dann abbrechen. Also ich werde den Kampf abbrechen, um halt ein bisschen Ressourcen zu bekommen. Und ich weiß, ich könnte es auch ohne Anleitung spielen, aber ich will gerade irgendwie, ich krieg's gerade irgendwie nicht hin. So, ich mache das Goldlager leer. Irgendwie vielleicht von hier. Beenden. So, wir machen das später noch einmal, nur um ein bisschen Ressourcen zu bekommen, damit wir hier weiter vorwärts kommen. So, voll, voll. Ja. Dann greifen wir mal irgendwen an. Nee, der ist ein Rathaus Level 5er, auch wenn er gerusht ist. Der hat einen Clan, ihr habt gesehen, was eben passiert ist. Der ist auch in einem Clan. Ich brauche ganz dringend einen Clan. 7000 Elixier. Und der ist in keinem Clan.
Okay, kann er da angreifen? Nein, kann er nicht. Oh, oh, da sind sie schon weg. Mist. Okay, 50% haben wir schon. Noch knapp 2 Minuten. Das schaffen wir. Okay. Einfach auf die Mauer eindreschen, obwohl man hier da rumlaufen kann und egal. Wir haben es geschafft. Hier. Mein Psychodoc-Account. Den habe ich schon hinzugefügt, aber wir werden hier auch gleich noch jemanden hinzufügen. Ich gebe es kurz ein, bis gleich. So Leute, ich habe ihn gefunden. Der Nico. Ist auch schon etwas weiter. Ja, Anfrage versendet. Er hat nämlich mich in den Kommentaren darum gebeten. Und ja, sorry Nico, es ist ein bisschen spät, ich weiß. Aber ich hoffe, du verzeihst mir. Also, dann wollen wir mal gucken. 4 Minuten. So lange können wir ja noch ein bisschen aufräumen. Eine Stunde 45. Ja gut. Na gut. Ja, das Bauarbeiterdorf, die Bauarbeiterbasis können wir mit Rathaus Level 4 freischalten. Ich werde aber nicht rushen, das mache ich nicht. Okay, 4 Minuten. Ich mache noch mal einen kurzen Cut. Wir sehen uns wieder, wenn alle Truppen fertig sind. So. Bis gleich. So Leute, da bin ich wieder. Die Truppen, die sind fertig. Greifen wir ein paar mehr an. Oh, der hat noch keine Clanburg.
Aua. Da hat es nicht so gut geklappt mit dem Überrumpeln. Schade. Aber die drei leben ja noch. Und einer hat Schaden bekommen, also ist das ganz in Ordnung, würde ich sagen. Ah, aber der ist fast tot. Egal, schafft man trotzdem. Tot. Noch zwei Hiebe. Eins. Oder auch drei. Fertig. Eine Minute noch. Oh Gott, nur noch eine halbe Minute. Oh Mann. Schnell, mach doch das Rathaus kaputt. Wenigstens zwei Sterne. Unterwerfer. Oh. Für irgendwas haben wir jetzt einen Erfolg bekommen. Wir haben keine 100%. Oh Mann. Nein. Ja. Ich wollte auf Schnellausbildung gehen. Aber das brauchen wir ja noch nicht. 10.000 lasse ich erstmal drin. Der ist in einem Clan. Der ist in einem Clan. Kein Clan. Aber lohnt sich das? Ich guck mal weiter. Level 3er Clan. Level 2er Clan. 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 Level 14 sogar. Oh, ich versuch's. Prozent. Gut.
Ja. Ich drücke immer wieder da drauf. Okay, das war's mit der Folge, Leute. Ich versuche es, dass wir in der nächsten Folge schon den Clan gründen können. Für euch wird es wahrscheinlich so ein, zwei Tage Unterschied geben. Für mich maximal, glaube ich, ein, zwei Stunden. Naja gut, bis zum nächsten Mal, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen und tschüss.